Dramatisches Ende einer Maibaumtour in Bayern. Mehr als 20 Menschen werden bei einem Traktorunfall in Egmating im Landkreis Ebersberg verletzt. Zwei von ihnen erleiden schwere Kopfverletzungen. Ja, eine Gruppe junger Leute, also mehr als 30 junge Leute, waren auf den zwei Anhängern hinter einem Traktor vom Aufstellen eines Maibaums unterwegs in Richtung Heimat im Landkreis München auf einer abschüssigen Straße hinter mir. Konnte der Fahrer das Gespann nicht ausreichend abbremsen, sodass die Anhänger sich verkeilt haben, schließlich umgestürzt sind und die Personen, die auf den Anhänger waren, von den Fahrzeugen gefallen sind. Das Rote Kreuz ist mit einem Großaufgebot am Unfallort und setzt auch Rettungshubschrauber ein, um Verletzte in Kliniken zu bringen. Der 16-jährige Fahrer des Traktors erleidet einen Schock. Laut Polizei hatte er keinen Alkohol im Blut. Ein Gutachter soll jetzt die genaue Unfallursache klären.